Hallo, mein Name ist Benjamin Merz. Ich bin Küchenchef und Geschäftsführer im Hotel und Restaurant Rose in Bietigheim Bissingen und ich bin aktuell Deutschlands jüngster Sternekoch. Ich bin heute hier im Keltenhof, um ein Gericht zu präsentieren. Das nennen wir Gemüsebeet oder auch unseren Gemüseacker. Setzt sich einfach zusammen aus verschiedenen kleinen marinierten Mini-Gemüsen und einer Topinambur-Creme mit den Produkten vom Keltenhof danach verfeinert. Ich fange mal an mit einer Topinambur-Creme. Ist einfach Topinambur geröstet und gekocht und als Püree verarbeitet. Gibt dem Ganzen einfach einen schönen, runden Wohlgeschmack. Dann, um dem Gericht ein kleines bisschen Textur zu geben, verwenden wir hier gepopptes Getreide in Form von Amaranth, Quinoa und ein bisschen gepoppter Hafer. Und dann fangen wir auch schon an, im Prinzip die einzelnen kleinen Mini-Gemüsen draufzusetzen. Das ist zum Beispiel hier ein Mais, der mariniert ist. Grundsätzlich alle Gemüse sind zu vide gegart, im Wasserbad bei 65 Grad über mehrere Stunden und dann mariniert mit verschiedenen Gewürzen, Ölen, zum Beispiel Grapefruitöl, Zitrusöle, Nussbutter auch. Jetzt haben wir hier zum Beispiel Karottenspitzen, die in Nussbutter und Vanille vakuumiert wurden. Dann haben wir hier Radieschen, dass sie noch so eine schöne knackige Konsistenz haben. Dann haben wir Mini-Kürbisse, die sind vakuumiert mit Avocadoöl und Curry. Und als letztes Gemüseelement ist dann marinierter Fenchel mit Purple Basilikum. Um dem Gericht dann noch eine gewisse Säure und eine gewisse Frische zu verpassen, haben wir hier ein Mandarinengel, das wir dann in die unterschiedlichen Formen dann einmal aufspritzen. Das verpasst dem Gericht auch nochmal eine gewisse Säurestruktur, Fruchtigkeit. Kann aber genauso gut auch Orangengel nehmen, Zitrus. Dann haben wir hier gefriergetrockneten Mais, auch nochmal als Strukturgeber, damit wir ein bisschen zu den weichen Gemüsen noch ein bisschen Textur dazu haben und fangen jetzt eigentlich schon an mit dem Wildkräutersalat vom Keltenhof das Ganze dann auszudekorieren, zum Beispiel mit Bronzefenchel, Schafsgarbe, einfach die einzelnen Blättchen dazwischen in die Zwischenräume reinsetzen, so wie so eine Art ein kleines Gemüseacker hat, was man zu Hause aus dem Garten kennt, was das Gericht eigentlich auch widerspiegeln soll. Noch ein bisschen vom roten Amaranth, der dem Gericht eine gewisse erdige Note noch verleiht. So. Und zum Schluss ein bisschen Mikroamphor, nochmal für die leichte Säure. Jedes Gericht braucht eine gewisse Säurestruktur, damit es auch leicht wird und nicht so schwer. Um das Ganze nochmal ein bisschen marinieren, habe ich ein Vinaigrette gemacht aus einem Öl-Cuvée, ein bisschen Himbeer-Fruchtessig, Salz, Pfeffer, Muskat, einfach ein bisschen drüber träufeln. Das gibt auch einen schönen Glanz. Und um nochmal zum Schluss eine kleine Textur reinzubringen, einfach noch ein paar rote Beete-Chips, die frittiert wurden und getrocknet. Nochmal so eine gewisse Fettigkeit, so ein Geschmacksträger. Und das war's im Prinzip. Und noch zum Schluss ein bisschen Salz für den Geschmack. Dann wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen, beim Probieren und vielen Dank an das Keltenhof-Team, dass ich da sein durfte. Guten Appetit. Dankeschön.